Leute, ich bin Albert von windowsarea.de und wir haben hier die neuen Workstations von HP. Und einerseits haben wir hier das ZBook 15 und dann das etwas kleinere und auch dünnere ZBook 15 Studio. Und ja, was an den Geräten so besonders ist, das sind eigentlich ja, voll funktionsfähige Workstations. Und was wir hier an Ausstattung haben, ist einmal ein Intel Xeon Prozessor in der Höchstkonfiguration und dann auch die Nvidia Quadro Grafikkarten. Ich glaube die bis zu M3000 in dieser Variante. Und beim ZBook Studio gibt es dann die M1100. Bei diesem Gerät gibt es, soweit ich weiß, bei dieser Konfiguration jetzt 16 GB Arbeitsspeicher. Aber man kann ein Upgrade durchführen auf bis zu 64 GB an Arbeitsspeicher integriert. Außerdem gibt es eine bis zu 1 TB große SSD, ist dann PCI Express angebunden und entsprechend schnell. Und ja, wie gewohnt haben wir hier die Tastaturen von HP, also ist eher eine Business-Tastatur mit einem relativ guten Feedback, den Trackpoint und auch das Touchpad, wie wir es schon gewohnt sind. Und jetzt schauen wir mal zu den Anschlussmöglichkeiten. Wir haben hier an der Seite zwei USB-Typ-C-Ports, also wenn wir hier von oben anfangen, dann darüber noch den Ladeanschluss von HP, das heißt, es wird tatsächlich darüber geladen, weil vermutlich auch die 100 Watt vom Typ-C-Port nicht ausreichen. Dann noch ein HDMI-Anschluss, zwei USB 3.0-Ports und einen 3,5 mm Klinkenstecker. Hier noch oben ist der Fingerprint-Reader und wenn wir hier auf die andere Seite schauen, dann haben wir die Kensington Lock, ein Gigabit LAN-Port, hier dann ein VGA-Ausgang, einen weiteren USB 3.0-Anschluss und einen SD-Karten-Slot. Und ja, ich glaube, wir haben hier ein Magnesiumgehäuse, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fühlt es sich sehr hochwertig an, ist sehr robust und hier oben dann ja, ein bisschen eine eher businessmäßigere Optik ja, mit hier. Diesem Muster, den einzelnen Punkten, sieht auf jeden Fall auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ist halt auch ein relativ dickes Notebook, ist relativ schwer, muss man auch sagen. Und ja, extrem gut gekühlt, denn es muss natürlich auch entsprechend eine Leistung bringen. Beim etwas dünneren, aber gleich großen, also ist weiterhin ein 15,6 Zoll großes Display, das ist eben das ZBook Studio. Ist auch eine Workstation, aber wie ich finde, geht ein bisschen mehr in den Consumer-Bereich. Also ich würde es ganz ehrlich, wenn es nicht diese großartige Leistung hätte, die es jetzt haben muss, für eine Workstation, dann wäre es ja fast schon vergleichbar mit dem Acer Aspire VN7. Ist es aber nicht, muss man sagen, weil es einfach auch von der Leistung her ganz woanders ist. Ja, was ist der Unterschied hier? Wir haben hier einen USB-Anschluss, also hier den USB 3.0-Anschluss weniger. Ansonsten ebenfalls zwei USB 3.1-Stecker, HDMI 3,5 mm Klinkenstecker und auch hier den Stromanschluss. Und auf der anderen Seite hier zwei USB 3.0-Anschlüsse, ein Gigabit LAN-Port, SD-Kartenslot und Kensington Lock. Alles in einem, ja, ich würde sagen, sehr, sehr dünnen Paket. Also ist wahnsinnig dünn für ein so leistungsfähiges 15-Zoll-Notebook. Und wirkt auch entsprechend hochwertig. Also ich finde es wirklich, wirklich schön. Für ein 15 Zoller sehr, sehr kompakt und auch wirklich klein. Wenn man hier an die Unterseite schaut, dann erinnert einen das doch eher an das Design des HP Omen 15. Also jenes Gaming-Notebooks, das wir uns schon auf der HP Spotlight 2015 angesehen haben. Und ist ein schönes Design, ist ein wirklich hochwertiges Design und gefällt mir auch sehr gut. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.